Der emeritierte Papst Benedikt XVI. Wird im April 95 Jahre alt. Und seit Tagen holen ihn ja Ereignisse aus der Vergangenheit ein. Vorwürfe und ein Gutachten belasten ihn schwer. Im Vatikan, so wirkt es, werden die Mauern wieder hochgezogen. Es wird etwa darauf verwiesen, dass Benedikt XVI. Äußerst strenge Vorschriften gegen klerikale Missbrauchstäter erlassen habe. Missbrauchsvorwürfe und deren Aufarbeitung haben auch in Österreich immer wieder für Kritik und Aufmerksamkeit gesorgt. Markus Marschalek und Alexandra Mandler berichten. Aufruhr in der römisch-katholischen Kirche in Deutschland. Über Jahrzehnte seien Fälle von sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Erzbistum München und Freising vertuscht worden. Täter wurden stillschweigend versetzt. Von fast 500 Opfern und 235 mutmaßlichen Tätern sprechen die Gutachter. Die Dunkelziffer dürfte beträchtlich höher sein. Der Münchner Erzbischof Reinhard Marx entschuldigte sich bei einer Pressekonferenz am Donnerstag bei den Missbrauchsopfern und bei allen Gläubigen. Seine größte Schuld sei das Übersehen der Betroffenen. Seinen Rücktritt bot er nicht an. Er möchte sich stattdessen für eine Reform der Kirche einsetzen. Wir sehen ein Desaster. Das Gutachten hilft uns, nicht wegzuschauen, sondern hinzuschauen. Josef Ratzinger, früher Münchner Erzbischof und später Papst, beteuerte, von nichts gewusst zu haben. Kürzlich räumte er eine Falschaussage, einen Irrtum ein. Ich habe wirkliche Entschuldigungen, die mehr sind als das Bedauern, von denen, die wirklich am Werk gewesen sind, eigentlich nicht gehört. Man schützt die Macht und stellt sich nicht auf die Seite der Menschen und der Opfer. Dieses Reaktionsmuster ist leider immer noch da. Es gibt im Leben keinen Rang, der so hoch sein kann, dass man nicht die Kraft haben muss, sich zu entschuldigen. Es wird nicht mehr vertuscht werden, es darf nicht mehr vertuscht werden. Und für mich ist die Frage, was können wir als Kirche gemeinsam tun und auch als Gesellschaft, solchen Menschen zu helfen, sie zu unterstützen. Menschen, denen in ihrer Kindheit sexuelle Gewalt angetan wurde, kämpfen mit den psychischen Folgen meist ein Leben lang. Oft wurde ihnen nicht geglaubt, Verbrechen wurden bagatellisiert, die Täter nicht zur Verantwortung gezogen. Und jene, die in der katholischen Kirche personelle Verantwortung trugen, sagten, von nichts gewusst zu haben. Der Umgang mit diesem Gutachten von München ist für mich ziemlich deckungsgleich mit dem, was man die letzten 30 Jahre gesehen hat. Man reagiert irgendwie darauf, zeigt sich aber im Ganzen relativ unfähig, wirklich Schuld einzugestehen, sondern das wird hin und her geschoben, es werden Prozesse verantwortlich gemacht, man hat bestimmte Dinge vergessen und am Ende hat man das Gefühl, dass nur das zugestanden wird, was wirklich die harten Fakten sind. Und da würde ich mir gerade von kirchlichen Repräsentanten viel mehr erwarten an moralischer, auch religiöser Aufrichtigkeit. Na, an sich finde ich es sehr couragiert, dass die Diözese München-Freising einen Bericht an eine externe Stelle ausgelagert hat, um es aufzuarbeiten lassen. Der Bericht ist auch sehr umfangreich und sehr eigentlich schonungslos, soweit ich ihn kenne. Was mich dann sehr nachdenklich gemacht hat, war die Reaktion aus Rom, also vom emeritierten Papst, der sagt, das ist ein Bericht, der nicht zutrifft. Die Fehlleistung, die ihm vorgeworfen wird, gab es nicht. Und da habe ich schon wieder den Eindruck bekommen, dass eigentlich fast ein Viertel, mehr als ein Vierteljahrhundert nach dem Fall Grohe, eigentlich die alten Reflexe, nämlich des Leugnens, immer noch in kritischen Situationen plötzlich hochkommen. Der Fall Grohe. Josef Hartmann, ein Ex-Zögling des damaligen Wiener Erzbischofs, hatte berichtet, in dessen Zeit als Lehrer im Knabenseminar Hollerbrunn Opfer von Grohers sexuellen Übergriffen geworden zu sein. 1995 ging Hartmann damit an die Öffentlichkeit. Es war eindeutiger sexueller Missbrauch. Über längere Zeit hinweg? Über die Zeit von meinem 15. bis zu meinem 19. Lebensjahr. Das Magazinprofil brachte ans Licht, worüber zuvor nur gemunkelt worden war. Im Fall Grohe 1995, im März war das,
war die erste Reaktion, das gibt's nicht. Das, A, es darf nicht sein und B, es kann nicht sein. Und das ist ungehörig, auch es darüber zu reden oder es zu publizieren. Also es war eine sehr aggressive, auch eine sehr herausfordernde Reaktion. Grohr schwieg beharrlich. Er schweigt zu diesen Vorwürfen, denn ich glaube, ich kann ihn hier verstehen. Es ist die einzige Antwort auf solche diffamierenden, infamen Beschuldigungen, wie sie hier gegen ihn erhoben werden. Drei Jahre später bekennen die Bischöfe Johann Weber, Egon Capellari, Georg Eder und Christoph Schönborn: Wir sind zur moralischen Gewissheit gelangt, dass die Vorwürfe gegen Kardinal Grohr im Wesentlichen zutreffen. Ja, ich habe gelernt, dass Missbrauch in jeder Form tiefe Wunden hinterlässt und die Heilung ein oft sehr schmerzlicher und langer Prozess ist. Das bedarf sehr viel Aufmerksamkeit. Kardinal Christoph Schönborn berief schließlich 2010 die frühere steirische Landeshauptfrau Waltraud Glasnik zur Opferschutzbeauftragten, nachdem immer mehr Missbrauchsfälle in kirchlichen Einrichtungen bekannt geworden waren. Viele Gläubige riefen mit dem Kirchenvolksbegehren lautstark nach Reformen. Im Falle meines Vorgängers war Kardinal Ratzinger in Rom unsere Stütze. Er hat wirklich eigentlich verlangt, erwartet, dass hier gehandelt wird. Und das war damals noch gar nicht so üblich. Etwa 3000 Fälle wurden seither durch die Opferschutzanwaltschaft bearbeitet. Und das, auch wenn anfangs bezweifelt, unabhängig, betont Waltraud Glasnik. Man muss zulassen, dass man nicht selbst alles aufarbeiten kann, sondern dass es Menschen sind, die außenstehend sind, die einen neutralen Blick haben, aber die so etwas wie Verantwortung, aber auch Empathie für den Nächsten haben. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man sich bewusst ist, dass jede Gemeinschaft, die in sich geschlossen ist, ob das ein Verein ist, eine Kirche und so weiter, die Gefahr hat, dass es Machtmissbrauch gibt, dass es Menschen gibt, die die Machtposition, die sie haben, auch ausnützen. Missbrauch wird begünstigt durch sogenannte geschlossene Systeme, die mehr oder weniger undemokratisch sind, in denen hoher Leistungsdruck herrscht, Systeme aus Angst und Scham und Liebesentzug, weiß man heute. Sportvereine, Klosterschulen, Internate oder eben religiöse Gemeinschaften. Ich glaube auf jeden Fall, dass diese ganze Sexualmoral der Kirche einschließlich dieser Erhöhung des Zölibats ein Riesenproblem darstellt, weil damit ein unheimlicher Druck auf die Einzelnen erzeugt wird. Man darf genau genommen nichts. Und wenn ich einen Deckel auf eine Grundkraft des Menschen ständig drauf halte, darf ich mich nicht wundern, wenn das irgendwo in geheimen Zirkeln dann einmal explodiert und man sich just derer bedient, die sich nicht wehren können. Das ist ja der eigentliche Verbrechensskandal. Es gibt ja nicht nur den sexuellen Missbrauch, es gibt Gewalttätigkeit, es gibt sogenannten geistlichen, spirituellen Missbrauch. Das sind alles Machtmissbrauch. Und Machtmissbrauch kann natürlich systemisch gestützt werden, wenn die Macht keine Kontrolle hat. Das ist das, was es dringend braucht, eine klare rechtliche Absicherung gegen Machtmissbrauch. Staatlichen Gesetzen unterliegt auch die katholische Kirche. Wirksam greifen können sie aber nur, wenn nicht mehr vertuscht wird. Doch vielerorts ist das Vertrauen in die Lernfähigkeit kirchlicher Verantwortungsträger zerbrochen.